jetzt dein Fall, genau. Da sind wir hergekommen. Voll die Schlammrutsche. Also hier ist sehr hohe Luftfeuchtigkeit, deswegen beschlägt die Kamera immer wieder und wieder. Und das ist in Kombination mit dem Staub blöd, weil wenn man das immer abwischt, ist die Linse irgendwann kaputt. Aber das hatte ich schon ein paar Mal. Das ist die vierte Linse mittlerweile. Okay, na dann. Ja. Was kostet so eine Linse? 250 Euro. So. Gut, ja, da unten sind wir hergekommen und hier ist jetzt noch ein Weg, ja, den wir noch nicht gesehen haben. Ja, ich habe hier die Kreuzung markiert, wie du siehst, gell? Ja, ja, genau, da ist alles. Das heißt, wir sollen jetzt da reingehen. Was meint ihr? Ja, ja. Klar. Okay. Ja, die Bismarck-Grotte ist so vom Fels her, ne? Das ist ja wirklich so geschaffen. Hier, das ist so eine Verbruchzone. Aber jetzt ist es erinnerlich noch gar nicht, um mich ganz ehrlich zu geben. Diese große Halle fehlt mir gerade total. Eine Riesenhalle. Ja, am Anfang, die große Halle. Nee, die war wirklich, du konntest eben ehrlich drinstehen. Und war ja, hier zum Beispiel. 3 Meter hoch. Ja, hier ist eine gut 3 Meter große Halle. Ja, die muss aber breiter sein, ne? Ja, breiter. Also ah, ja, nee. 5 Meter breit oder so. Ja, hier ist eine große Halle. Was haben wir denn? Eine richtig große Halle ist hier. Dann haben wir sie endlich. Ja, mach mal. Ordentliches. So. Ja. So, gib du ihm erst, ich hab noch Ersatzkreide. Das war deine, ja? Weil ich mal auch absoluter Hammer hier. Voll der Dark Dome da oben. Vielleicht ist das die Halle. Was ist das, meine Markierung? Was denn? Gelb-Schwarze Pfeile. Okay. Na gut, hinterher. Schlüssig, Sebastian? Ja, ist schlüssig. Die sind alle zu erkennen. Ich glaube, den Ort hier erkenne ich auch echt wieder. Nagelkissen von oben. Okay. Schwarz geht aber hier links lang, gell? Ja, sorry, das ist der Heimweg. Ja, hier runter auch, ne? Meine ich nicht. Wo wir hergekommen sind. Halt. Hier ist die Luftfeuchtigkeit geringer. Geht's da weiter, Nina? Ne? Vernünftig weiter, oder? Naja, hier gibt's halt so Geschlängel durch den Fels durch, der so ein Gollumgang halt, ja. Aber Gollum! Relativ breit, aber ich sehe jetzt hier... Nichts Aufregendes. Hä? Dann nehmen wir die Halle da unten, nichts Aufregendes. Hier ist ja kein Pfeil oder so. Ja, das ist jetzt hier der Wellnessbereich von der Höhle. Ja. Ja. Diesen tollen Zapfen hier, den erkennen wir auch wieder. Was könnte das sein? Haben wir sie gefunden? Es sind Elefantenfüße, ähnliche Strukturen von oben. Geil. Ralf, hier kann man prima Urlaub machen jetzt. Das Trinkwasser. Sehr gut hier. Hier ist auch ein bisschen versintert. Das ist jetzt hier diese Elefantenhalle. Kann sein. Warte mal, hier ist ein kleiner Teich. Wie gesagt, hier kann man prima leben. Ich mansch da einfach mal so durch. Ja, es ist ja wunderschön. Geradezu. Na gut. Aber hier waren sehr viele Leute. Sehr, sehr viele. Nein, hast du schon geguckt? Hast du schon geguckt? Aber hier waren noch ganz viele Leute. Ach Scheiße, jo, das ist zu Ende. Da ist schön die Griffel auf Eisenfrankentura. Hat einer was hingeschrieben? Alles wieder noch hier zum Ballern geht. Der noch nicht darüber gekommen, dann kam nicht von dir durch. Das war nicht wirklich hell. Wir sind von hier gekommen. Ich weiß, ja. Willst du da mal gucken? Ja, klar. Dann mal rein. Hier ist doch so schlammig alles. Ja, ich guck mal, am Anfang habe ich nicht so viel markiert gehabt, gell? Ja, aber das am Anfang schaffen wir aber. Am Anfang gehe ich ja immer du gehst nur die Schräge, das ist ja quasi wie so eine Art Trampelweg. Ja, ich hoffe auch mal. Du gehst einfach die Schräge hoch. Ja, das ist nämlich hier. Boah, aber hier komm hoch. Ja, ich komm.
Okay, also wie man hier unschwer sieht, hier kommt die ganze Brühe rein. Alles versintert. Deswegen ist hier auch Flüssigkeit. Hier sehen wir es wieder. Ja. Und da oben ist wirklich eine große Halle und es tropft. Der Sint davor und das finden wir wieder. Das finden wir wieder. Kreide ist immer noch vorhanden. Ich muss immer meinen Dreckfinger ablecken, um hier die Linse sauber zu kriegen. Und das schmeckt natürlich lecker. Die H7 ist neu bestückt mit unfassbarer, übertriebener Lichtintensität. Da das Weiße, was jetzt so blendet, das ist die Steffi. Da oben ist die Höhle. Ja, jetzt kann man auch alles sehen. Mach ich. Ja, netter Maß. Da müssen wir durch. Und alles voller Schotter. Yeah. Wunderschön. Ja, Steffi. Ja. Ladies first, würde ich mal sagen. Aber gerne. Ja, das ist gemütlich. Schön, ne? Ja. Ja, du musst halt das Knie immer zwischen zwei Nägel drücken, oder? Das ist, glaube ich, der. Ja, du hörst mich gleich. Du hörst mich gleich schreien. Ist das schön. Aber es wird auch gleich danach wieder glatt, nur kurz. Aha. So, und da stellt sie fest, dass wir auch hätten außenrum gehen können. Ja, du warst ja bloß jetzt durch, ne? Ja, ruf du mal weiter. Dann heißt doch mal Nadelteppich. Wundervoll hier drin. Okay, Leute, ihr seid live dabei. Oh. Hier? Nicht? Nee. Wie, ich dachte, der wäre so schön. Nee. So. Das ist cool aus hier. Ja, die ist aber auf Pause, war die eigentlich? Nee, der hat roten Punkt. Ehrlich? Jo. Okay. Warte mal, ich kann nicht. Da bist du da dran gekommen. Ich hoffe, ich habe mein Handy noch. Das ist am Magen, das ist das wert. Man sollte auch nicht auf Bauchseite packen und klettern. Sollen wir da weiter? Höhle? Ja, ich glaube schon. Nee, hier geht's ja weiter. Hier ist eine Riesenkammer. Alles klar. Ja, super. Wunderschöner Gang. Weicht mal runter. Ich denke auch, dass wir hier eine Markierung wieder haben. Ja, nee, so Spalt mag da Wasser nicht so gerne. Ne? Nee. Da bist du hoch, Ralf. Ja. Warte, ich mach mal ein paar Fotos von euch. Hier kannst du schöne Fotos machen. Hier ist immer schön das Hinterteppich hier. Mach ich. Du musst hier nur drüber nachdenken. Ja, aber wenn sie ganz kaputt ist. Ja, die läuft ja noch super. Naja, da, wichtig ist, dass sie filmt. Alles andere ist einfach nehmen. Ah, voll vors Schienbein. Alles andere. Ja, habe ich schon massig. Uiuiui, so. Ah, eine große Halle, sehr schön. Das sieht dann anders aus. Also da sind wir jetzt her. Ralf ist wahrscheinlich da hochgeklettert. Vermutlich. So, und hier. Ja, da unten ist unser Durchschlupf. Da unten kann man ihn sehen. Da sind wir vorhin hergekommen. Hier haben sich ein paar Leute verewigt. Und das ist jetzt eine größere Halle. Ja. Sehr große Halle hier. Zwei Ausgänge oder hinten? Nur ein Ausgang. Gut, da geht's weiter runter. Und weiter hoch ist auch eine Option. Können wir erstmal hochgehen. Gucken wir mal ein bisschen um.